Das Leben schreibt die schönsten Geschichten. Ist so ein Kalender-Reißblatt-Spruch und finde ich unfassbar dämlich. Warum sagt dieser Text oder erklärt dieser Text, dieses Gedicht, das da auch den Titel trägt, das Leben schreibt die schönsten Geschichten. Es war einst ein großer Mobilfunkanbieter. Das ist lustig. Ich fange einfach... tut mir leid. Nein, das, okay. Tatsächlich habe ich mal bei einem Chess-Slam mitgemacht. Da werden die Texte live vertont von einer Band. Und als ich Mobilfunkanbieter sagte, hat dann der Keyboarder diesen Telekom-Sound eingespielt. Da musste ich selber so sehr lachen, dass ich erstmal für 2 Minuten pausieren musste, bevor ich dann wieder neu angefangen habe. Daran musste ich mich gerade erinnern. Deswegen. Es war einst ein großer Mobilfunkanbieter. Mit einem Dicken im Tütü, der auf und nieder und hin und her springt, das Tanzbein schwingt und in die Kamera grinst, der unter dem Deckmantel der Kunst billige Tarife verspricht, uns folgende virale Botschaft ausrichtet: Das Leben schreibt die schönsten Geschichten. Aber wenn irgendwelche Kackbratzen, Atzen mit Hakenkreuzfratzen und blank polierten Glatzen hassend durch die Straßen stapfen, brüllen nieder mit den fremden Rassen, wenn irgendwelche asozialen Klappspaten am Intellekt statt am Kinderzeugen sparen, Tanktops mit dem Aufdruck Swagger tragen, platzen, weil sie zu viel Bildzeitung fraßen, ihre Probleme auf Twitter beklagen, mit pseudophilosophischen Tattoos auf den Armen und 2 Wunderkerzen in den Händen tragend, am Strand auf einem Longboard fahren, dies filmen und bei Vimeo hochladen mit dem Titel Hashtag einzigartig, dann kann ich mich nur fragen, was zur Hölle ist das für eine beschissene Geschichte? Das Leben schreibt die schönsten Geschichten, doch können wir nur selten Schönes berichten. Wir lassen uns zu Soldaten verpflichten in Kriegen, in denen wir Geschichten vernichten. Es gibt Pädophile mit Vorliebe für kleine Fotzen, durchtriebene Diebe, die sich die Taschen vollstopfen, gewalttätige Menschen, die auf Verfassungen rotzen, die sich mit Drogen vollstopfen und ihre Bude vollkotzen. Es gibt Pharmakonzerne, die uns Smarties verticken. Und es gibt Hacker, die sich durch Passwörter klicken. Der Jugendslang wird einmal unsere Sprache zerficken. Irgendwann werden wir elendig in Giftmüll ersticken. Es gibt Helene Fischer und Terroranschläge, Tofu-Schnitzel und gähnende Leere in den Bäuchen der Ärmsten unserer Erde, zu große Konzerne, die unsere Erben enterben, Massenproduktion und Massensterben, und während wir dabei sind, alles zu vernichten, während wir in Zellstofftaschentücher wichsen und unsere Ärsche mit 4 Lagen Klopapier wischen, ganze Arten ausrotten und Waldflächen lichten, behauptet irgendein Vollidiot, das Leben schreibt die schönsten Geschichten. Wenn dem wirklich so wäre, wer schreibt dann halt die unschönen und hässlichen? Aber statt dass man zu dem steht, was man macht oder sagt, bestimmt unseren Alltag eine höhere Macht. Wir wissen, wie wir uns unseren Pflichten entsagen, die Verantwortung für unsere Taten nicht tragen, indem wir ganz einfach das Schicksal beklagen oder an so manch guten Tagen uns daran bespaßen. Und so könnte ich kotzen bei all diesen Paaren, die mit den Finger in den Haaren kringeln und sagen, es war Schicksal, dass wir uns trafen, nur weil sie auf Elite-Partner durch Zufall zeitgleich online waren. Das Schicksal ist Pechsträhne und Glücksfall und Glückszahl und Zufall und unsere ungesehene Qual. Denn entsagen wir uns unserer Entscheidungsgewalt, so verlieren wir auch unsere Menschlichkeit. Unser freier Wille ist dem Tode geweiht, während wir in Langeweile verweilen, weil nicht wir es sind, die die Geschichten schreiben. Und manch einer möge jetzt sagen, du, sei mal ganz still, du bist ja auch nicht viel besser. Du rauchst, du trinkst, du beschimpfst fette Menschen auf Facebook und du kaufst deine Klamotten bei H&M. Ja, das stimmt. Ich muss zugeben, ich bin nicht perfekt. Aber zumindest bin ich mir im Klaren,
verliefe mein Leben in fertigen Bahnen, dann würde ich einfach nur warten, nie wieder was wagen. Und ich will doch Abenteuer suchen, mich versuchen, fremde Länder und Kulturen, keine Pfade, keine Spuren, schlage meinen eigenen Weg. Schreite selbst voran im Leben, es gibt kein Schicksal, das mich trägt, weil ich weiß, wer ich bin und wozu ich stehe, wohin ich will und wonach ich strebe. Keine Gebete, kein Aberglaube, nur ich und mein Haufen verrückter Ideen machen mich zu dem, der ich bin und bilden mein Leben. Und ja, mein Gott, wir Menschen sind schlecht, doch sind wir im gleichen Maße auch sehr gerecht. An dieser Stelle habe ich den Text vergessen. Das wird an der Stelle einfach geschnitten, das ist ja das Gute. So. Mann, wir sind, wer wir sind, doch werden es nicht bleiben. Und es ist, wie es ist, doch wird nicht ewig sein. Und so schreiten wir voran, nicht an alle Ewigkeit, doch die Zeit, in der wir leben, wird doch ewig unsere sein. Ich glaube nicht ans Schicksal, sondern einzig an den Menschen. Glaub, dass wir die Macht besitzen, unser eigenes Glück zu lenken, denn es gibt keine verpassten Chancen, nur andere Gelegenheiten. Und das Glück, das wir für uns entdecken, das wird uns auch im Herzen bleiben, denn der Mensch ist danach bestrebt, ein Freigeist zu sein. Die Suche nach uns selbst ist die Depression unserer Zeit, aus der wir uns eines Tages befreien, solange wir es sind, die Geschichten schreiben. Dankeschön. Das Witzige ist, dass ich mich noch mit dem Tontechniker im Vorfeld unterhalten habe. Er meinte, hast du irgendwie einen kleinen Zettel, den du dir auf den Boden legst, auf dem du springen kannst? Und ich so, nein, nein, Quatsch, ich habe das alles hier drin. So, das ist meine Inselbegabung, ich kann mir alles merken. So.